Ein Blick in die Geschichte. 1933 kommt mit der Baureihe E93 die erste schwere moderne Güterzug-E-Lok auf die Gleise. Zugunsten der stärkeren E94 werden es aber nur 18 Stück. 1940 dann die E94, die damals stärkste E-Lok der Reichsbahn. Da sie kriegswichtig ist, wird die neue Baureihe auch während des Krieges weitergebaut. 146 Stück werden es bis 1945. Fünf Lokomotiven werden durch Bombentreffer zerstört. Andere sind schwer beschädigt. Trotzdem beginnt in den Westzonen ein zaghafter Neubeginn. Deutlich schwerer haben es die Maschinen in der Ostzone. Reparationsleistungen an die Sowjets lassen erst ab 1956 wieder einen Betrieb zu. Bei der jungen Bundesbahn sind bereits 1948 fast alle vorhandenen E94 wieder in Betrieb. Dazu werden aus vorhandenen Teilen 9 Maschinen fertiggebaut. Dringender Fahrzeugbedarf führt bis 1956 zu insgesamt 43 Nachbauten. Somit ergibt sich ein Gesamtbestand von 124 Maschinen bei der DB. Die ehemalige Kriegslok wird zum Rückgrat des elektrischen Güterzugbetriebs bei der DB. Erst mit dem Einheits-E-Lok-Programm gibt es ernsthafte Konkurrenz. Trotzdem bleibt die Stückzahl bis 1976 unangetastet. Erst 1988 wird die letzte DB E94 ausgemustert. Seit 1968 tragen die schweren E-Loks die EDV-Baureihennummer 194. Unterwegs sind sie meist im süddeutschen Raum. Zwischen Freilassing und Berchtesgaden gehört auch der Personenverkehr zum täglichen Brot. Auch die Vorgängerin, die Baureihe E93, steht noch lange in Diensten. Ab 1958 sind alle 18 Maschinen beim BW Kornwestheim beheimatet. Zu den letzten Aufgaben zählt der Schiebedienst auf der Geislinger Steige. 1984 wird die letzte abgestellt.